Mein Name ist Holm Friebe. Ich freue mich über das große Interesse am frühen Sonntagmorgen. Aber Sie alle sind ja schon etwas länger auf den Beinen in bester protestantischer Unternehmermanier. Ich bin dieses Jahr hier bei Ihnen mit einem etwas unorthodoxen Thema, das so gar nicht recht auf den ersten Blick zu dem Setting hier, zu der Umgebung, zu dem vibrierenden Spirit der Gründer passen will. Sie alle strotzen vor Tatendrang und ich befürchte, ich muss Ihnen da etwas Wasser in den Wein kippen oder Wermut, aber nur zu Ihrem eigenen Besten, hoffe ich. Ich will Ihnen nicht den Schneid abkaufen, aber Sie vielleicht zu einer etwas kritischeren, selbstkritischeren Position bringen, die meine eigene Lernerfahrung widerspiegelt und damit vielleicht ein bisschen an das anknüpft, was Matthias Horx heute Morgen schon angedeutet und entwickelt hat. Ich selbst arbeite seit 15 Jahren in der Trendforschung, eigentlich seit dem Studium und die letzten 2 Jahre auch mit Matthias Horx zusammen an diesem Heft, wo wir quasi die redaktionelle Doppelspitze gebildet haben über 2 Jahre. Und haben uns viel auseinandergesetzt über die Themen und ich fand, nach 15 Jahren ist es mal Zeit, in die kritische Selbstbefragung zu gehen und insbesondere die Grundlagen des eigenen Tuns zu reflektieren, den ungebrochenen Fortschrittsoptimismus, den Trend- und Zukunftsforscher, Berater ja gern verströmen, wofür sie bezahlt werden, was man von ihnen hören will in den Medien und in den Unternehmen. Und zu fragen, stimmt das denn eigentlich alles und wie gut sind eigentlich die Prognosen von Trendexperten und wie kommt es, dass wir dann doch immer wieder in einer Zukunft leben, wenn sie Gegenwart ist, sehr viel mehr aussieht wie die Vergangenheit als wie das, was die Zukunftsforscher erzählen. Matthias hat das heute Morgen schon etwas entwickelt. Ich will da eigentlich dran anknüpfen und die Basis, also herausgekommen aus diesen Überlegungen, ist ein gerade erschienenes Buch, mit dem mich Günter Faltin eingeladen hat, Die Steinstrategie von der Kunst nicht zu handeln. Und weil man hier keine Werbung für Bücher machen darf, heißt der Titel Lerne wirken ohne zu handeln. Das ist natürlich erstmal etwas paradox und klingt fast esoterisch, aber es ist durchaus so gemeint. Die Inspiration für diesen Titel, die Steinstrategie, kam eigentlich aus der, ich schreibe seit ungefähr 6 Jahren Sachbücher, der ein oder andere wird, wir nennen es Arbeit, kennen, zusammen mit Sascha Lobo, das war das erste. Und damit sind wir immer verhaftet worden als die gut gelaunte Vorzeige-Avantgarde der Flexibilisierung, der Deregulierung. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dieses Missverständnis müsste ich mal auflösen, dass es sehr viel mehr um Beharrlichkeit, um Eigensinn geht. Die eigentliche Inspiration kam aber woanders her, nämlich aus der Beschäftigung mit dem Genre des populären Sachbuchs, insbesondere des Strategie- und Management-Ratgeber-Sachbuchs, Persönlichkeitsratgeber-Sachbuchs, wo es seit etwa 10 Jahren Mode ist, niedere Lebensformen zum Vorbild auszurufen. Angefangen hat es mit Spencer Johnsons Die Mäuse-Strategie, ein unglaublich dummes und einfältiges Buch, in dem Menschen und Mäuse in einem Labyrinth Käse finden und irgendwann ist der Käse weg eines Morgens und die Mäuse machen sich auf die Suche nach neuem Käse und die Menschen fangen an, sich zu zerfleischen, wer denn den Käse weggenommen hat und wer schuld ist. Das passte gut in eine Zeit, in der in Unternehmen kein Stein auf dem anderen blieb, alles umgebaut wurde und man den Menschen konnte, stellt euch nicht so an, das ist halt der Change, da müsst ihr euch anpassen. Das hat dieses Buch unglaublich erfolgreich gemacht, so eine Art Bibel im amerikanischen Management, über 20 Millionen Mal verkauft und das hat natürlich Nachahmer auf den Plan gerufen, Epigonen, das Pinguin-Prinzip, die Bärenstrategie, die Schafstrategie, nicht zuletzt die Kakerlakenstrategie. Natürlich, Kakerlaken sind Überlebenskünstler, nach dem Atomkrieg wird es immer noch Kakerlaken geben. Was können wir von Kakerlaken fürs Büro lernen? Und da habe ich gedacht,
Okay, da kann man noch einen draufsetzen, einen Grabstein auf das Genre und weiter durchbrechen zum Anorganischen und die Steinstrategie ausrufen. Was können wir von Steinen lernen? Das Ganze wäre natürlich etwas ermüdend als der auf 200 Seiten ausgerollte Witz. Und tatsächlich ist es nicht nur das, auch wenn natürlich gewisse parodistische Elemente dabei sind, sondern es gibt durchaus ein ernst gemeintes Anliegen, das genau dort den Finger in die Wunde legt, dass all diese Bücher und die gesamte Ideologie, die uns umgibt, eigentlich den Wandel befürwortet. Wir sollen alle den Arsch hochkriegen, den Letzten beißen die Hunde, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Und dabei übersehen wird, dass Handeln in unübersichtlichen Situationen und unter ungeklärten Bedingungen gar nicht unbedingt immer das Beste ist. Die Option des nicht einfach mal Nichthandelns in unübersichtlichen Situationen bleibt oft unterschlagen, übersehen und ist schlecht beleumundet. Dort hinein zielt dieses Buch und ich habe ein paar Stellen rausgesucht, die in diesem Kontext meines Erachtens ganz gut passen. Ich werde eine halbe Stunde vorlesen und dann können wir darüber diskutieren, wenn das okay ist. Aus der Einleitung: Wenn du dich bewegst, musst du wissen, wohin. Wenn du dich nicht bewegst, musst du wissen, warum. Dieses Buch will nicht sagen, wo es lang geht. Es will vielmehr zeigen, warum das Nichthandeln, Stillhalten, Abwarten in vielen Situationen die bessere Wahl ist und eine Option, die in den Strukturen und Systemen, in denen wir stecken, allzu oft ausgeblendet und hinweggefegt wird von der allgemeinen Drift zum Aktionistischen. Dem zupackenden Macher gehört die Welt, Wagemut schlägt Wankelmut. Natürlich, das gleich vorweg, gehen uns, die wir in der Welt etwas erreichen wollen, die Bremser, Verhinderer und Passivisten oft genug auf die Nerven, über deren Schreibtisch eine vergilbte Kopie aus den Zeiten des Faxhumors hängt. Wir sind bei der Arbeit und nicht auf der Flucht. Wir ärgern uns über die Borniertheit der Betonmischer und Besitzstandswahrer nach dem Motto »Keine Experimente«. Unterm Strich aber richten sie deutlich weniger Schaden an als die Umtriebigen und Agilen, die Paniker und Machbarkeitsfanatiker. Zwar wird der bedächtig Abwartende niemals Lob und Lorbeeren für seine heroische Kühnheit ernten, er wird häufig nicht die maximalen Resultate erzielen, aber er wird katastrophale Fehlentscheidungen ebenso vermeiden, nicht mit fliegenden Fahnen in sein Verderben rennen und im Zweifel länger am Leben bleiben. In diesem Sinne ist die Steinstrategie bei gewissenhafter Abwägung die klügere Alternative und ein Gegengift, wieder voreiliges Handeln, blauäugige Beherztheit und konfusen Hyperaktionismus. Es gibt einen aus der neuen Verhaltensökonomie, die sich mit Denkfehlern beschäftigt, mit strukturellen, systematischen Denkfehlern, die wir immer wieder machen, selbst wenn wir sie uns vor Augen führen. Gibt es den Begriff des Biases, also der Vormagnetisierung, der Voreinstellung. Wir handeln systematisch in eine bestimmte Richtung. Und einer dieser über 200 Biases, die dort untersucht werden, ist der Action Bias, also der Impuls zu handeln. Wahrscheinlich stammt es aus der Steinzeit, wenn wir, wie Matthias sagte, rascheln, ist etwas, was uns tief in die Gene eingeschrieben ist, die Reaktion auf Rascheln. Wenn ein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch bricht, dann muss man schnell entscheiden, ob man angreift oder wegläuft, aber auf jeden Fall handeln, langes Nachdenken zahlt sich da nicht aus. In unserer komplexen Wirklichkeit, in der wir leben, ist die Neigung, in unübersichtlichen, unklaren Situationen auch dann aktiv zu handeln, wenn das Handeln möglicherweise negative Folgen hat, deutlich kritischer zu beurteilen. Und aus der Antike, aus der Medizin der Antike, ist uns ein anderes Prinzip überliefert, nämlich das Prinzip ut aliquid fiat. Wer unter euch kann es übersetzen, alte Lateiner? Das ist jetzt wirklich eine Blamage.
Ut aliquid fiat, damit etwas geschieht, etwas wird unternommen, nur damit etwas geschieht. Man will dem Patienten nicht sagen, dass man mit seinem medizinischen Latein am Ende ist und macht deshalb Placebo-Therapien. Etwas tun, damit etwas nur damit etwas unternommen wird. Meine These ist im Buch, dass gerade in der Wirtschaft, aber auch im Privatleben, insbesondere in der Politik, viele Aktivitäten nur deshalb unternommen werden, damit etwas geschieht, damit man hinterher sagen kann, wir haben doch was gemacht, damit man nicht zugeben muss, dass man gerade überfragt ist, was das Richtige ist. Deshalb macht man einfach irgendetwas. Dagegen propagiere ich das aktive Warten und behaupte, es ist, wenn strategische Überlegungen dahinterstehen, dann ist es die probate Strategie in vielen Situationen, und bekomme Schützenhilfe aus einer überraschenden Ecke. Frank Partnoy ist Anwalt an der Wall Street, hat selbst als Investmentbanker gearbeitet und berät Firmen, die ihr Geschäft mit High-Frequency-Trading machen, also mit dem Wertpapierhandel im Millisekundenbereich. Sein unorthodoxes Buch Wait, das im US-amerikanischen Original den Untertitel The Art and Science of Delay trägt, zeigt weit ausholend, wo überall Warten über Schnelligkeit triumphiert. Vom Profitennis, dessen wahre Könner einen Wimpernschlag länger zögern, bevor sie sich für eine Ecke entscheiden, über Comedy, die das Publikum in Rage bringt, indem die Pointe hinausgezögert wird, bis zur Medizin, in der Ärzte eine bessere Diagnose stellen, indem sie ihr abschließendes Urteil über den Patienten möglichst lange offen halten und gegen die eigenen Routinen und Biases ankämpfen. Selbst institutionelle Anleger, die im Sekundenbruchteil Milliarden transferieren, sind laut Partnoy gut beraten, abseits des atemlosen Tagesgeschäfts zu pausieren, um sich auf langfristige Strategien festzulegen. Zitat: Es mag überraschen, dass auch die besten High-Frequency-Trading-Firmen Low-Frequency-Kulturen haben. Die Manager lassen ihre Computer in Lichtgeschwindigkeit handeln, während sie sich selbst zurücklehnen und strategisch über die Märkte nachdenken. Oder, Doppel-O, heißt das zugehörige Prinzip, das für jegliche Strategieentscheidung eine gute Blaupause liefert. Observe, orient, decide, act. Beobachte, orientiere, entscheide, handle. Meist wird dabei die wichtige Orientierungsphase verschlammt und aus dem paranoiden Antrieb heraus, nichts verpassen zu wollen, übersprungen. Die Fähigkeit und Bereitschaft, vor wichtigen Entscheidungen innezuhalten und sie in der Tiefe zu verstehen, trennt Opportunisten von guten Strategen. Partners Kernbotschaft in einem Satz lautet deshalb: Die besten Profis verstehen, wie viel Zeit sie zur Verfügung haben, um eine Entscheidung zu fällen. Unter Maßgabe dieses Zeitfensters warten Sie dann so lange, Sie irgend können. Dieses Buch wurde letzter Zeit sehr stark auf Angela Merkel hingelesen, die genau das praktiziert. Und Steinbrück hat versucht, ihr das vorzuwerfen im Wahlkampf. Sie sind eine Zögerkanzlerin, eine Kanzlerin des Nichthandelns, des noch Nichthandelns, des Späterhandelns. Ich hatte zwischenzeitlich den Eindruck, Angela Merkel hat dieses Buch gelesen, zumindest hat sie das gut verstanden, und dieser Vorwurf ist ja dann entsprechend auch abgeprallt, was nicht heißt, dass ich mit allem einverstanden bin, was Frau Merkels Politik anbetrifft, aber in diesem Punkt muss man sagen, hat sie vieles richtig gemacht. Anderes Beispiel: Anlegerlegende Warren Buffett, den Partner als leuchtendes Beispiel anführt, scheint dieses Prinzip verinnerlicht zu haben. Wie kein Zweiter beherrscht er die Kunst des Lauerns, des Wartens, des langen Atems, was Buffett auch selber immer wieder betont. Wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir schnell sind, sondern dass wir richtig liegen. Zur Frage, wie lange wir dabei warten, wir warten unbestimmte Zeit. An anderer Stelle hat er seine Anlagenstrategie, Anlegestrategie mal mit Phlegma an der Grenze zum Faultierhaften bezeichnet, und viele kopieren das und richten sich nach dem, wo Warren Buffett sein Geld hinsteckt. Zuletzt übrigens Heinz Ketchup, da hat er sich eingekauft, auch eine Marke mit Zukunft, die es schon 150 Jahre gibt. Ein anderer Marktmagier mit Midas Touch, Apple-Gründer Steve Jobs,
schätzt einen anderen Marktmagier schätzt man eigentlich vor allem für seinen Möglichkeitssinn und sein visionäres Zukunftsgespür. Neben diesen Ausnahmetalenten besaß aber auch Jobs die Gabe des klugen Abwartens, wie wir Richard Rummels Buch Good Strategy, Bad Strategy entnehmen können. Rummel berichtet von einem Gespräch mit Jobs im Jahre 1998, als dieser nach seiner Rückkehr als Geschäftsführer das Ruder bei Apple einigermaßen herumgerissen hatte, aber der Konzern sich immer noch in einer unkomfortablen Nische des PC-Marktes befand. Für Apple wäre einfach diese Nische langfristig zu klein gewesen, die sie innerhalb des PC-Marktes besetzt hatten als Kreativ- und Architektenmarke. Was denn seine Strategie angesichts der prekären Marktposition sei, wollte Rummel wissen. Jobs erwiderte, I'm going to wait for the next big thing. Man könnte das für eine lapidare Standardantwort im Geiste der kalifornischen Ideologie halten. Easy, wir warten einfach auf die nächste große Welle. Für Rummel aber ist sie ein Paradebeispiel für gutes strategisches Denken. Keine vollmundige Zielverkündigung, kein wolkiges Wunschdenken, vielmehr Ausdruck von gut abgehangener Klugheit und Demut vor der Zukunft. Dazu passt, dass Steve Jobs sich seit seiner College-Zeit mit fernöstlicher Spiritualität befasst und vom Zen-Buddhismus inspirieren ließ. Das nächste große Ding, so viel zur Auflösung, war dann natürlich MP3 als Musikformat und der iPod, aber es wäre zu diesem Moment noch nicht möglich gewesen. Wir bleiben aber kurz in Asien und beim Zen-Buddhismus, der natürlich hervorragend zur Steinstrategie passt mit seinen Steingärten. Im Taoismus, aus dem der Zen-Buddhismus hervorgegangen ist und aus dessen Repertoire er sich bedient, ist das wichtigste Konzept und eine der erstrebenswertesten Tugenden das Wu-Wei, was so viel bedeutet wie Nichthandeln, eher noch Handeln durch Nichthandeln. Dringt man tiefer in die Gedankenwelt des Taoismus ein, dann bedeutet Wu-Wei, alle Müßiggänger, Slacker und Prokrastinierer müssen jetzt tapfer sein, nicht Stillstand und Stagnation, Abschalten und Passivität, vielmehr zielt es auf eine große Leichtigkeit in der Lebensführung, gepaart mit einer gesteigerten Achtsamkeit in alltäglichen Situationen. Das geht natürlich am besten in koreanischen Bergklöstern, soll aber angeblich auch in Gesellschaften funktionieren, in westlichen Gesellschaften funktionieren, sogar inmitten der hektischen Zivilisation. Und es heißt auch nicht, dass man zur Untätigkeit verdammt ist. Das Gegenteil ist der Fall, wie der Tao-Lehrmeister Theo Fischer schreibt. Zitat, in seinem tiefsten Sinne meint Wu Wei, wir sollen in unseren Entscheidungen nicht gegen unsere innere Autorität, eben das Tao, handeln. Herausforderungen des Lebens pflegen wir mit den unzulänglichen Mitteln unseres Intellekts, unserer Erfahrung zu begegnen. Damit pfuschen wir jedes Mal den unserem Denken nicht zugänglichen Kräften ins Handwerk, die unsere Probleme nicht nur besser lösen können, sondern sie auch auf eine ganz andere Art und Weise auszuloten imstande sind. Zieht man einmal den esoterisch raunenden Überschuss ab, dann ist das genau das, was die aktuelle Psychologie und Verhaltensökonomie sagt. Je besser die Hirnphysiologie erforscht und das menschliche Entscheidungsverhalten verstanden wird, desto deutlicher wird, dass der sogenannte freie Wille nur ein sehr dünner Firnis auf einem weitgehend autonom funktionierenden Entscheidungsapparat ist. Dass das Bewusstsein mithin vergleichbar ist der übergeordneten PR-Abteilung eines chaotischen Konzerns, die Summe der kohärenten oder auch erratischen Konzernaktivitäten und Machenschaften möglichst plausibel, glaubwürdig und überzeugend nach draußen an die Öffentlichkeit bringen und als konsistente Strategie verkaufen muss. Die Entscheidungen werden an anderer Stelle gefällt. Gerd Gigerenzer, ein deutscher Psychologe, der viel zu intuitiven Entscheidungen geforscht hat, kann das bestätigen. Sogenannte Bauchentscheidungen, die in Wahrheit natürlich aus den unbewussten Hirnregionen stammen, bringen nichts, wenn man sich nicht rational mit den Entscheidungsproblematiken auseinandergesetzt hat. Genauso gut könnte man eine Münze werfen. Ebenso unbefriedigend fallen reine Kopfentscheidungen aus, die nur aufgrund rationaler Abwägungskalküle gefällt werden. Die besten Entscheidungen treffen wir, wenn wir möglichst viele entscheidungsrelevante Fakten intellektuell verarbeitet haben und uns dann intuitiv entscheiden. Unser Unterbewusstes oder Unbewusstes, oder nennen wir es meinetwegen Tao,
ist ein Meister darin, große Mengen an Komplexität für uns vorzuverdauen, uns die richtigen Hinweise zu liefern und Entscheidungen zu soufflieren, selbst wenn wir scheinbar untätig oder abwesend sind. Arbeitet es im Hintergrund, um zu Abwägungen zu gelangen und den richtigen Zeitpunkt zum Handeln für uns abzupassen. Wir sollten es machen lassen, es kennt uns besser als wir selbst. So viel zum Handeln durch Nichthandeln und dem Wu-Wei. Ich springe ins zweite Kapitel, das heißt Don't Believe the Hype und handelt von Trends in der Wirtschaft. Ich zitiere Philip Tetlocks groß angelegtes Langzeitexperiment, wo er über 20 Jahre die Expertenprognosen von Trend, Zukunftsforschern, Strategieberatern untersucht hat und herausgefunden hat, dass man ihren Urteilen so viel vertrauen kann wie einem Dartpfeile werfenden Schimpansen und man sogar besser fahren würde, wenn man immer annehmen würde, die Zukunft sieht genauso aus wie die Gegenwart. Es verändert sich nichts.